Ich übergebe dieses Mikrofon an meine Mutter. Christoph, sorry, mir ist gerade dein Name entfallen. An Christoph Bautz von Campeck, unser Bündnispartner, der großartig mitgeholfen hat. Und empfangt sie mit einem warmen und riesig lauten Applaus. Der muss noch lauter werden, weil es für noch mehr Leute dazu gekommen. Danke, seid gegrüßt. Ja, bestimmt haben sich viele Menschen angesichts dieses gigantischen Überwachungsskandals in den letzten Wochen auch gefragt. Wo bleibt der Widerstand? Wo bleibt das wütende Aufbegehren? Wo bleibt der öffentliche Aufschrei? Bleischwer hing dieser Skandal über diesem Land. Überall Ohnmacht angesichts der Übermacht der Geheimdienste. Und jetzt das hier, so viele Menschen, so viele Ballons, so viele Transparente und Schilder. Ich bin begeistert, ich glaube, genau das braucht es jetzt. Hier. Ihr straft all diejenigen Lügen, die in den letzten Wochen gesagt habt, dieser Überwachungsskandal, der wird nur von den Menschen im Land mit einem Schulterzucken quittiert, mit einem, naja, ich habe ja eh nichts zu verbieten. Dieser Tag zeigt, es gibt wieder eine breite Bewegung für Bürgerrechte, für Grundrechte und gegen diesen Überwachungswahn in diesem Land. Diese Bewegung ist quackkraftvoll, die ist quick wie lebendig und so schnell kriegt ihr uns nicht mehr weg von der Straße. Liebe Leute, ich kenne einige da drüben im Regierungsviertel, denen passt das hier auf diesem Platz überhaupt nicht ins Konzept. Ein Herr Pofala, der meint, diesen Skandal einfach mal für beendet erklären zu können. Eine Frau Merkel, die glaubt, man könnte die Leute beruhigen, indem man Dinge dementiert, die niemand behauptet hat. Frau Merkel, ihr habt vielleicht gesehen, Frau Merkel im TV-Duell mit Steinbrück. Auf deutschem Boden haben wir im Augenblick keinen Anlass zu sehen, dass die NSA flächendeckend ausspioniert. Ja genau, Frau Merkel, aber jenseits des deutschen Bodens, der Versand unserer Mails, der hält sich eben nicht an nationale Grenzen, sondern woanders wird ausgespäht. Und die Standorte in Bad Aibling, in Griesheim, bei Darmstadt, in Wiesbaden, die sind nicht deutsche Boden, die Standorte der NSA. Ist das alles Neuland für Frau Merkel? Glaube ich kaum. Es ist genau dieses dreiste Drumherumreden, was uns zu Tausenden auf die Straße treibt und was wir gewaltig satt haben. Heute machen wir denen da drüben im Regierungsviertel klar. Mit dem Skandal kleinreden und einfach für beendet erklären. Mit ablenken und beschwichtigen, mit auf Zeit spielen. Und mit dem Ganzen einfach bis zur Wahl aussitzen. Damit kommt ihr nicht durch. Jetzt melden wir Bürger uns lautstark zu Wort und sagen, klärt endlich auf und legt die Schnüffler an die Kette. Da haben wir da drüben bei der neuen BND-Zentrale, die gerade noch im Bau ist, an der Chausseestraße, ihr habt es vielleicht in der Zeitung gesehen, ein Schild enthüllt, was viele noch aus alten DDR-Zeiten kennen. Sie verlassen den demokratischen Sektor. Und das ist doch auch das
Grundproblem, was im Geheimen arbeitet. Das ist ein Fremdkörper in einer Demokratie, deren Lebenselixier Transparenz ist. Und das müssen wir ordentlich einschränken. Wenn überhaupt Geheimdienste in einer Demokratie, dann müssen sie schärfstens kontrolliert werden. Das heißt, es braucht eine richtig grundlegende Reform des parlamentarischen Kontrollgremiums, die Geheimdienste bisher nicht kontrollieren können, weil sie ein zahnloser Tiger sind. Das heißt, es braucht Möglichkeiten, Rechte, dass sie sich als Untersuchungsausschuss umwandeln können. Es braucht Möglichkeiten, dass sie Verstöße veröffentlichen können. Und es braucht endlich einen unabhängigen Geheimdienstbeauftragten. Doch Kontrolle wird alleine auch nicht reichen. Was es vor allem braucht, das ist ein konsequenter Schutz für Whistleblower, die Licht ins Dunkle der Geheimdienste bringen. Wir brauchen nicht einen Edward Snowden, wir brauchen viele Edward Snowdens. Was Snowden gemacht hat, das war ein Akt zivilen Ungehorsams. Er mag nicht immer ganz legal gehandelt haben, aber was er gemacht hat, das war bitter notwendig und mehr als legitim. Ein drittes. Und das ist entschiedener Druck auf die USA und auf Großbritannien, dass endlich Schluss ist mit dieser Datenabsaugerei. Liebe Bundesregierung, wie wäre es denn, mal das SWIFT-Abkommen, das Safe-Harbor-Abkommen aufzukündigen? Wie wäre es denn, das geplante Freihandelsabkommen zu begraben? Oder Großbritannien mit einem Vertragsverletzungsverfahren in der EU zu überziehen? Doch dazu, liebe Freunde, dazu braucht es einen Innenminister, der Standing hat, der auf den Tisch hauen kann und der nicht, wenn er nach USA fliegt und dort den Skandal aufklären soll, vor Stolz kaum erlaufen kann, weil er für wenige Minuten den US-Vizepräsidenten getroffen hat. Auf solch einen Minister können wir nach der Wahl verzichten. Wir sagen, tschüss, Herr Friedrich, machen Sie es gut. Ihre Symbolpolitik haben wir gewaltig satt. Liebe Freunde, 2 Wochen sind es noch bis zur Wahl. Lasst uns jetzt die Parteien auf konkrete Maßnahmen gegen den Überwachungswahn festnageln und ihnen klar machen, wer vertuscht statt aufklärt, wer sich vor Konsequenzen drückt, statt die Geheimdienste schärfer zu kontrollieren und wer immer noch nicht genug hat von der Schnüffelei und weiter auf Vorratsdatenspeicherung setzt, für den sehen wir nur eins vor, wir wählen ihn ab! Die Freiheit, liebe Freundinnen und Freunde, die muss derzeit nicht am Hindukusch verteidigt werden. Die Freiheit, die müssen wir alle gemeinsam hier verteidigen. Gegen die Schlapphüte von Pullach und Berlin. Gegen die darken Kragen von Amazon, von Facebook und von Google. Und die Politik, die gemeinsame Sache mit den Diensten und mit den Konzernen macht. Jetzt nehmen wir den Kampf gegen den Überwachungswahn selbst in die Hand! Lasst uns jetzt aufbrechen und unseren Protest durch die Bundeshauptstadt Berlin tragen. Wir sagen denen da drüben im Regierungsviertel, zieht euch warm an! Frau Merkel, wir kommen! Los geht's!
Und jetzt darf ich euch bitten, euch aufzumachen. Es geht da vorne von mir aus an der Bühne gesehen links rein. Also macht euch auf. Ihr habt schon gehört von Patelon, vorne am Frontbanner die breite Masse der Gesellschaft. Die Parteien fahren weiter hinten, damit wir rüberbringen, das ist ein breiter Bürgerprotest. Also macht euch langsam auf, darunter und dann links. Und dann kann unsere Demo starten. Viel Spaß!